Der einjährige Adion hustet zwar noch etwas, aber er ist fast wieder gesund. 5 Tage lang war er krank. Eine Krankheit, die auch Atembeschwerden mit sich bringen kann. Aber der Kinderarzt Alvaro Arana vom Spital Berner Jura ist zuversichtlich. On sait que ce virus c'est très très contagieux. Et puis on sait que développe des symptômes. Wir wissen, dass das Virus hoch ansteckend ist und Symptome sich schnell verstärken. Schwere Komplikationen sind aber rar. Außer bei Kindern mit Herz- oder Lungenbeschwerden ist das Risiko höher. Kritisch kann es auch für Frühgeburten sein. Ein erhöhtes Sterblichkeitsrisiko ist aber nicht zu erkennen. Population générale et puis finalement il a pas assez de risque très élevé. Eine Behandlung mit Meerwasser und einer Atemphysiotherapie hat gelangt, für Aldion zu heilen. Es ist die Standardbehandlung für die Mehrheit von allen Bronchiolitis-Fällen. Und davon hat es aktuell viele. Der Kinderarzt Alvaro Arana macht der Wege Überstunden. Seit Ende Oktober sind die Konsultationen enorm gestiegen. Fast 40% mehr. Wir wissen, dass das mehr Arbeit bedeutet. Das Wichtigste für uns ist aber, dass die Kinder die Aufmerksamkeit bekommen, die nötig ist. Und zum Glück hat es bis jetzt keine schweren Konsequenzen gegeben. Der Mediziner schätzt, dass von den etwa 100 Kleinkindern, die seit dem Oktober in seine Praxis zu Moutier kamen, weniger als 10% wegen Komplikationen auf Delémont oder auf Biel ins Spital haben müssen. Gleich wie auch die Praxis zu Moutier empfiehlt das Spital, die Hygienemassnahmen zu beachten. Wir empfehlen die gleichen Massnahmen wie beim Coronavirus. Die Hände gut waschen, Masken tragen, wenn man krank ist, und das auch innerhalb der Familie. Es ist wichtig, unnötige Risiken zu vermeiden. Eine aktuelle Hypothese ist paradoxerweise, dass genau diese Hygienemassnahmen das Immunsystem der Kinder geschwächt haben, weil sie weniger abwehren müssen. Aber bis jetzt gibt es noch keine wissenschaftliche Studie, die das bestätigt.